Hi. 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 Bevor du da reinstürmst, ich dachte, du springst gleich da rein. Wir können ja mal uns auf den Snickers treffen oder wir gehen mal zusammen was trinken. Das heißt, wir switchen Nummern und dann viel Alkohol trinken und vielleicht übereinander herfallen. Wer weiß. Mein Name ist Eugen. Ich bin professioneller Flirt- und Dating-Coach. Folgenden Infield: erstens ansprechen, zweitens stoppen, drittens Handynummer holen. In 2 Minuten Handynummer klargemacht, siehst du, wie genau das passiert. Das heißt, ich spreche eine Frau an, wir kommen kurz ins Gespräch und in etwa 2 Minuten hole ich die Handynummer. Im Vorfeld natürlich, falls du generell noch Schwierigkeiten hast, auf Frauen zuzugehen, falls du da einfach besser werden möchtest im Umgang mit Frauen, dann bewirb dich hier unter dem Video auf den Link fürs kostenlose Beratungsgespräch. Ich rufe dich an, schau mir ganz genau deine aktuelle und individuelle Situation an, werden da zusammen eine Lösung finden, wie auch du den Umgang mit Frauen meistern kannst. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem folgenden Infield. Jetzt aber zackig. Hey. Hi. 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 Bevor du da reinstürmst, ich dachte, du springst gleich da rein. Was? Ich dachte, du springst gleich in diesen Einkaufsladen und gehst shoppen. Nein. Kurzum, wo geht's denn hin? Wir können ja mal stehen bleiben. Erstmal Eugen, hi. Hallo. Wer ist? Ja. Na, wie ist, bin ich gut. Wo geht's denn hin bei dir? Wie bitte? Wohin gehst du denn? Zu Hause. Was machst du zu Hause um die Uhrzeit? Ich bin jetzt fertig mit Arbeit. Ach, um 15 Uhr? Ja. Das heißt, du hast einen Office-Job, nehme ich an. Nein, ich arbeite im Hotel. Ah. Da macht man um 15 Uhr Feierabend. Ja, ich bin angefangen für 5:30 Uhr. Ja gut, okay, das ist früh. Lass es dir schmecken erstmal. Ja, ich meine, du arbeitest hier in der Nähe wahrscheinlich, ne, nehme ich an? Ja, genau. Ich arbeite hier auch mehr oder weniger in der Nähe. Okay. Also in der Helmholtzstraße. Okay. Das heißt, wir können ja mal uns auf den Snickers treffen. Oder wir gehen mal zusammen was trinken. Alkohol. Okay. Ja. Wie gesagt, jetzt im folgenden Infield: erstens ansprechen, zweitens stoppen, drittens Handynummer holen, in 2 Minuten Handynummer klargemacht. Ganz genau darum, dass ich eine Frau erstmal indirekt anspreche. Ich sag, schau mal, bevor du in den Laden springst, warte mal kurz, das geht so nicht. Das heißt, ich tauche erstmal mit Smalltalk ins Gespräch ein, sprich sie indirekt an quasi. Bin hier quasi im Smalltalk und sage, hey, wo kommst du her? Was genau machst du hier? Also steig hier mit Smalltalk in das Gespräch ein, baue das dann weiter auf. Sag, warte mal, 15 Uhr? Wie kommt das denn, dass du jetzt schon heimgehst? Hast wahrscheinlich einen Office-Job. Das heißt, ich unterstelle ihr auch, dass sie einen Office-Job hat, um quasi das Gespräch erstmal am Laufen zu halten und natürlich mehr über sie zu erfahren. Ich komme hier ziemlich schnell auf den Punkt. Ich frage sie direkt, arbeitest du hier in der Nähe? Um einfach für mich herauszufinden, ist das denn gerade logistisch praktisch? Also in diesem Fall würde ich wahrscheinlich einen allzu weiten Weg scheuen. Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht ans andere Ende der Stadt fahren wegen ihr, weil sie, mein Interesse noch nicht so geweckt hat. Aber wie gesagt, kann ja sein, sie arbeitet hier in der Nähe und daher wäre das praktisch, dass man sich zum Beispiel nach der Arbeit mal trifft, vielleicht auf einen Kaffee oder auf einen Snickers, also je nachdem. Ich habe am diesem Moment mich wirklich nach Hause. Ich gehe morgen fliegen nach den Niederlanden. Niederlande? Ja, ich muss doch. Nee, ich meine nicht jetzt, nicht jetzt. Wir verschieben das. Also wir gehen nicht jetzt was trinken. Ich muss jetzt auch zur Arbeit gleich wieder. Okay. Das heißt, wir switchen Nummern und dann. Wann bist du wieder zurück aus den Niederlanden? Naja. Ungefähr. Aber, ja, plus 4, ein, nee, nein, für 4? 31. 31, warte mal. Aber wie alt bist du? Sehr, sehr alt. Schieß los. Ja, ich bin 23. Ah, das passt ganz gut, ja. Ja, aber es kann auch nur was finden. Bitte? Wie Freunde. Wie was nochmal? Dass wir uns treffen wie Freunde. Ja, und uns dann betrinken, genau. Und dann viel Alkohol trinken und vielleicht übereinander herfallen, wer weiß. Ich sage dann, hey, wir switchen Handynummern, hole parallel dazu natürlich mein Handy raus, strecke es hier hin und das ist ja sehr, sehr wichtig, das kannst du gerne machen. Das bedeutet, wenn es um die Handynummer geht, wenn du sagst, du, weißt du was, wir tauschen Handynummern, wir schreiben uns, dann hol parallel dein Handy raus und strecke es hier quasi vor die Nase. Weil vielleicht kennst du das aus persönlicher Situation, also wir Menschen neigen dazu, wir wollen hier immer höflich sein, wenn uns jemand etwas gibt, also ein Geschenk zum Beispiel, uns etwas reicht, wir greifen danach, wir wollen ja nicht unhöflich sein. Vielleicht die eine oder andere persönliche Situation, wenn du irgendwo spazieren gehst beispielsweise und irgendjemand streckt dir einen Flyer vor die Nase, was machst du? Du greifst in der Regel danach und nimmst es, obwohl du es irgendwie gar nicht willst oder dich vielleicht wenig interessiert, ob es jetzt eine neue Pizzeria ist in der Stadt oder was auch immer.
Sie fragt, wie alt bist du denn? Und ich sage einfach nur ironisch, super alt. Das heißt, ich lasse es einfach stehen und gehe da gar nicht drauf weiter ein. Und auch hier weiterhin, wenn sie sagt, ja, wenn wir uns treffen, dann wie Freunde. Auch hier wieder ein bisschen ironisch. Ich sage, ja klar, wie Freunde, naja, die sich dann betrinken und auch übereinander herfallen. Also eine kleine, leichte sexuelle Anspielung. Was spricht die denn da mal aus? Oh, mit Y. Ja. Irgendwie so, okay? Ja, okay. Tschüss, schönen Tag noch. Umarmen wir uns? Wie ist das? Du bist so... Okay. Na komm. Okay, tschüss. Na komm, das ist der erste Schritt. Dann schreiben wir uns. Und wenn es passt, wie gesagt, gehen wir auf einen Drink. Mhm. Wir können auch vielleicht theoretisch am Wannsee, da gibt es eine FKK-Area, wir können auch nachtbaden gehen. Das mache ich ganz gerne. Nein, das mache ich nicht. Machst du nicht nachtbaden? Nein. Gut, dann gehe ich nachtbaden. Du kannst ja im Anzug. Das ist ganz normal, glaube ich. Nein, das geht nicht machen. Echt nicht? Nein. Was spricht dagegen? Dann sonst den ganzen Körper. Wenn ich verarsche dich, das war ein Scherz. Das war ein Joke. Okay. Wir schreiben uns, ja? Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Letzten Endes umarmen wir uns. Ich sag dann, oh, das ist der erste Schritt. Naja, quasi in die richtige Richtung. Und lass es dann erstmal stehen. Wie du siehst, ich habe mich hier nicht gemeldet, weil sie eben, naja, mein Interesse nicht ganz geweckt hat. Das heißt, irgendwie hat sie mich nicht so ganz gecatcht. Aber ganz, ganz wichtig, was du natürlich willst, bedeutet, du willst heimgehen und mehrere Handynummern haben. Das heißt, du willst auswählen können, meldest du dich bei der Frau, meldest du dich bei der Person und vor allem, bei wem meldest du dich, wenn du Lust hast. Und nicht irgendwie umgekehrt, du hast eine Handynummer bekommen und bist dann quasi akribisch darauf angewiesen, dass du dich bei ihr meldest, weil du hier keine Auswahl hast. Abschließend hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, teile es gerne mit deinen Freunden, falls du auch der Meinung bist, auch deinem Kumpel oder deinen Freunden könnte es helfen. Und das Allerwichtigste, und das ist jetzt auf dich bezogen, falls du noch irgendwelche Schwierigkeiten hast, auf Frauen zuzugehen, falls du da einfach besser oder kreativer werden möchtest im Umgang mit Frauen oder vielleicht auch in der Situation sein möchtest, dass du die Wahl hast, bei wem du dich meldest, dann bewirb dich hier unter dem Video auf der Link fürs kostenlose Beratungsgespräch. Ich rufe dich an, schau mal ganz genau deine aktuelle und individuelle Situation an. Wir werden da zusammen eine Lösung finden, wie auch du den Umgang mit Frauen meistern kannst. Ansonsten weißt du, was du zu tun hast? Also los, sprich sie an.